Ihr kommt gerade rechtzeitig zur Wahl der Fahrer. Ich bin mal gespannt. Das ist ja auch so ein bisschen sinnbildlich für euren eigenen Charakter, wen ihr jetzt hier wählt. Ich würde sagen, Dennis nimmt auf jeden Fall Waluigi. Nee, ich nehme jetzt Baby Mario. Weil das ist ein cooler Charakter, der noch nicht so häufig in Nintendo-Spielen drin war. Und ich bin ja immer so ein Underdog-Friend. So, welches Kart nehmen wir? Ich bleib einfach dabei. Ja, ich auch. Wie, du hast Medi-Kart, ich hab Mini-Kart. Hoffentlich, Es sieht von den Sets her gleich aus, irgendwie. Oder? So, denn, ich mach mal hier auf Automatic. Und dann müsstest du, weil du Player 1 bist, mal hier raus. Kann das sein, dass ich nach rechts hätte drücken müssen oder so? Ich habe einfach auf, warte mal kurz. Weil, ach so, du bist auch automatisch? Ja. Ah, okay. Ja, dann muss ich jetzt nochmal. Seid ihr da schon mal gefahren mit Lenkrad? Ehrlich gesagt nicht. Also ich kann aus eigener leidvoller Erfahrung berichten, dass das gar nicht so leicht ist. Okay. Der Felix hat mich ja mal gezwungen, das zu machen. Also du müsstest jetzt halt die Strecke aussuchen. Wie bei Dennis gerade. Ja, lass uns doch mal. Oder gibt's random? Was nehmen wir denn? Ja, gibt's, random ich nicht zu. Auch. Da muss man bestimmt zwei Tasten auf einmal drücken oder so. Hast du Bock auf gibt's irgendwas? Gibt's noch Self-Random? Okay, nein, dann mach Schickelschackel. Halt sag ich stopp. Stopp! Tu was Generator, wie es bei der Wahlmanagerin auf dem Gamecube war. Das gibt's hier leider nicht. Die ist gut. Verdammt. Ich vergesse jedes Mal am Anfang wieder, was jetzt vorwärts und was rückwärts fahren ist, weil das ist, 2 ist vorwärts. 2 ist vorwärts? Okay, gut. Items mit 1? Mit dem Steuerkreuz. Ach so, okay. Ihr seid auch alleine auf der Strecke, das heißt, es gibt keine anderen Fahrer. Das macht's wieder ein bisschen leichter. Doch, gibt doch andere Fahrer, oder was? Ja, seltsam. Ich dachte, ihr wolltet nur gegeneinander fahren. Wollte ich eigentlich auch. Und, Naja. Gut. Dann eben 12 und 11. So, weil kein Powerstart, wie schlecht. Oh, da geht's rechts. Traurig an. Oh, puff. Alter, jetzt runter. Jetzt fucking runter. Oh, das ist wie die Kolossus-Achterbahn hier im Heidepark. Die ist auch voll aus Holz. Oh, nee, ihr hättet wirklich Strecken nehmen sollen, wo man nicht runterfallen kann. Ja, denke ich auch. Oh, der Random God, der war uns einfach nicht heut. Der Random. Oh. Alter, es ist super sensitiv. Ich hab auch wie so ein Tattoo. Das wird auch spannend. Richtig cool bist du ja, wenn du so fährst. Eine Hand aus dem Fenster. Oh, da hat er die Banane. Aber da fährt er selber über eine Banane. Also, fährt er jetzt die Abkürzung? Aber das ist gut, weil jetzt rückt das Feld hier ein bisschen enger zusammen. Timmy ist jetzt 10. Dennis 8. Und damit liegen die direkt voneinander. Alter! Turbo, Pilz! Super Pilz! Yeah, trick 'em on! Wow. Oh. Okay, auf drehen! Oh, warte! Das Schöne ist, dass du bislang genauso erfolgreich bist. Das gefällt mir. Ja, ein kleines Stück ist da noch vor dir, aber das ist eine ganz enge Kiste. Man kann das übrigens auch in der Mitte rechts auf dem Radar sehr gut erkennen. Oh. Der Dennis ist der mit der roten Mütze und der Tim der mit der grünen. So ein Scheiß! Gerade habe ich mal ein Item bekommen. Das ist echt traurig. Ja, wieso hat denn das jetzt nicht geklappt hier mit der 2 Spieler? Das verstehe ich nicht. Die Consoleros hat eine Anweisung gegeben, wie das geht. Whoop. Aber das ist nicht so schlimm, ihr fahrt eben einfach außerhalb der Konkurrenz. Das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Na! Hier, die Dinger. Alter, das ist ja so schwer! Nicht berühren. Und. Turbopilz, oh Mann! Boah, jetzt super Item. Sehr gut. Ein bisschen aufholen. Oh ja. Jetzt seid ihr ganz eng beieinander. Der Tim führt. Der Tim hat einen ganz geholt. Pin. Zünde den Pilz. Nein, was ist denn da los? Oh mein Gott. Ganz knapp. Dennis auf Position 9. Tim hat sich vorgekämpft auf 5. Nein! Oh, das war's jetzt. Ich glaube, Dennis wieder aufzuholen. Er ist schon auf dem 4. Platz. Nein! Oh, Timmy zurück auf Platz 10. Ist das die Entscheidung? Kann nicht wahr sein. Ist das die Entscheidung? Aber er holt gleich wieder 2 Plätze auf. Scheiße! Ich hab diese Kackwolke! Wenn man hinten liegt bei Mario Kart, dann hat man natürlich auch mal das Glück, der bessere Alter fällt der runter. Oh, dann zieht er den Pilz! Nein! Mit dem Stern, das kann ich nicht. Und der ist auf Platz 3. Das riecht nach Podium. Wow! Ich hab den Stern verkackt. Und das war's.
Zweiter. Wahnsinn. Kann nicht wahr sein. Und erzähl mir noch und ich Platz hab dir extra noch einen vor mir Platz gelassen, so. Wahnsinn. Ich glaube, zwei Leuten in diesem Studio wurde von dieser Performance ein bisschen schlecht. Nicht, weil es so rasant war, sondern so ungeübt. Und natürlich sind das die Conseros. Die fühlen sich ja herausgefordert, wenn sie das sehen, oder? Es waren teilweise keine schönen Bilder, die wir da gesehen haben. Es schmerzt. Das muss man es sagen. Es tut so ein bisschen weh, wenn man so sieht, dass so ein Spiel so vergewohltätigt wird. Ja, gut, alle Schlangenlinientechnik führt halt auch nicht immer zum Sieg. Nee. Naja, egal. Es gibt ja noch eine zweite Runde. Vielleicht kommt ja noch ein Comeback vom großen spannend. Tim. Es mal war gucken. Ja spannend zwischenzeitlich, das muss ich mal zugeben. Aber dann leider hat das nicht retten können. Der Stern und der Abgrund, das hat nicht zusammengepasst. Das hat man auch nicht gesehen. Willkommen zurück. Challenge Take 2. Wir sind gerade dabei, uns eine Strecke rauszusuchen. Zu eurer Erinnerung, das erste Rennen hat Dennis am Ende dann doch deutlich, aber zwischendurch sehr spannend gewonnen. Das hat das, was die Comments repräsentieren. Ja. Also da wird fleißig auf Dennis getippt. Ich habe jetzt gerade noch schnell 2-1 für mich getippt. Gib dich nicht so schnell auf, Simon. Genau. Du musst, weißt du, Power hier, Confidence und so und Selbstbewusstsein. Wo ist er denn? Habt ihr euch denn entschlossen, welche Strecke ihr denn jetzt fahren wollt? Ja, ich mache jetzt einfach mal, da ich auch die Strecke eigentlich kenne, wenn ich mal hier da jetzt, ich mache einfach mal Panzer Cup. Okay. Ich suche jetzt mal einen aus, den ich cool finde. Und zwar gibt es jetzt mal Peach Beach. Peach Beach? Peach Beach, Bitch! So. Das ist eine Strecke. Ich habe mir gedacht, da kann man wenigstens nicht runterfallen. Vielleicht kann man absaufen, aber... Ja, denke ich auch, oder? Natürlich bekannt vom Gamecube. Ja, ist das die? Ich wollte gerade sagen. Die kennt man denn, ja? Ah, das ist eine alte? Ja. Ja. Ah, sind das alles alte Strecken, die Panzerstrecken? Ja, das sind alles alte Strecken. Oh, schaut ihr dran, welches System das ist. N64 war der Gamecube. Sind die Strecken dabei? Du hast einen Turbostart. Ach, ja, Scheiße. Ich habe den Turbostart. Aber gut, die kennen die beiden. Ja, aber bei der Strecke, ja, ich glaube, der Dennis kennt die schon. Und bei der Strecke, die ist relativ simpel. Da gibt es nicht so viel, was man versammeln kann. Ja, das war aber für die Spannung durchaus zuträglich sein kann. Aber der Dennis... Die Flut! Hau ab, du Wasser! Die Flut! Dann scheiß! Wann kommt die Flut? Wann kommt die Flut? Um vielleicht ein bisschen die Spannung noch zu erhöhen, es geht auch um Wasser. Wenn der Dennis jetzt verlieren sollte, dann wird nämlich sein nächstes PC-Tag geopfert für die alles entscheidende dritte Fahrt. Pass mal auf, jetzt kommt drauf an, was der Team hier... Oh, das ist nicht schlecht, jetzt muss der Team aber hier ordentlich Zunder machen. Ich will die Leute überfahren. Dann los. Sehr gut. Oh, du bist am Item vorbei. Nein, Scheiß. Aber erster und dritter, das ist ja schon mal rechts, rechts, nach rechts. Da gibt es die Führung Nein. Alter, was ist so scheiße, wenn keiner vor einem ist? Dann weiß ich immer nicht, wo ich lang muss. Baby Mario, du wirst gleich platt gemacht. Nein, du hast mal kein Item bekommen. Wo fährst du denn was hin, machst du? Oh Gott. Was denn? Also spannender kannst du gar nicht sein. Oh, nicht rasen! Nicht rasen, dann bleib ich stehen. Ich will Item! Ja, jetzt, komm! Schieß! Ich will das nicht! Nein, was machst du denn? Was tust du? Oh, jetzt ist der Hase gelaufen. Da ist der Zwerg gesprungen. Ich fahr jetzt nicht. Ah, ist das Handtuch gewaschen. Oh, ich glaub, das war's. Letzter gegen erster, dritter. Da ist echt noch alles drin. Du kannst ja die Superbombe kriegen. Nee, das ist... Das war... Ach, Leute, es tut mir leid. Aua! Der Blitz, Timmy, jetzt musst du hier runter vom Rasen! Hey, hau ab! Oh, Alter! Wenn jetzt noch ein gutes Item kommt, dann hat er Man Chance. Sieht auf dem Radar, dass die Item, beiden nicht so weit auseinander sind, wie man vielleicht den Anschein haben könnte. Jetzt kommt der Timmy nochmal, ist jetzt schon wieder siebter! Aua! Und der blaue Panzer! Schieß! Nein, der blaue Mann! Alter, schön! Einen Applaus von dir! Sehr gut, Timmy! Noch ein letzter Sekunde! Habt ihr deinen Scheiß gesehen? So, jetzt müssen wir das erstmal verdauen, Alter, diese unglaubliche Szene, die wir gesehen haben. Machen wir jetzt gleich die nächste Strecke oder wollen wir erstmal noch PC machen? Nächste Strecke! Ja, Dennis, schau nochmal schnell rüber. Ja, okay. So, boah, war das spannend. Wir gehen jetzt nochmal rüber und gucken uns nochmal ein bisschen Zoo-Tycoon an. Ich hoffe, in der Zwischenzeit sind die Tiere nicht gestorben. Ja, ich hab's gesehen. Aber hallo, ich kenne das. Nur zu gut. Ja, du scheiterst an deiner eigenen Unfähigkeit. Zwei blaue Panzer, sag ich nur. Ja, du an blauen Panzern. Ich bin derjenige, der immer an blauen Panzern gescheitert ist. So, hier, Panzer, Boah. Tube-Glocken meine ich. Das habe ich gerade. Aber das ist Mario Kart, oder? Da ist er erster und der Tipp ist letzter und dann... 30 Sekunden später sind wir andersrum.